Hallo meine lieben Backsteine und willkommen zum ersten Fitnessvideo nach dem Japan-Tag. Fitnessvideo Nummer 10. Im Moment bin ich leider sehr von Omega-Rubin im Bann gezogen und ja, ich mache euch noch ein Video zum Japan-Tag. Da habe ich nämlich auch noch einiges zu aufgenommen und deswegen heute gibt es noch ein kurzes Workout, weil alles tut mir von gestern weh. War wunderschön und ja. Nächstes Jahr wieder hin. Viel Spaß beim Video. Oh. Gott, wenigstens. Ach, Spannung, was war das noch? So mach ich aber keinen Rest, was ist so? Wunderbar stechende Schmerzen. Sag nicht, das tut weh. Die ist schon 4 Stück am Machen. Oh Gott, tut weh. Entspannt. Die hat aber eine entspannende Stimme, muss ich sagen. Sie ist wenigstens nicht so schlimm wie die letzte. Ich weiß nicht, ich teile diesen Humor nicht. Sehr viel freundlicher als die letzten Videos. Ja.
hätte vielleicht was Bequemeres als so einen Laminatboden nehmen sollen. Aber das Laminat sieht aus wie bei mir. Mona, komm mit dem Lineal! Ich habe das Gefühl, ich mache das falsch. Also so soll ich das wahrscheinlich machen. Wenn wir diese vorschlagen. Oh je, das ist anstrengend. Was soll ich machen? Ich würde gerne den Oberkörper bewegen, aber irgendwie geht das nicht. Anfangen.
Wiederholungen halten wir durch. Oh Gott. Ah, oh, das tut weh in den Beinen. Was ist denn dein Rücken ausatmen? Einatmen, hallo Mona! Was ist dein Gastauftritt? Wow! Dein Gesicht nicht. Hey, das ordentlich! Ich versuch's ja! Oh, bitte klagen! Ordentlich! Wird hier gezwungen, Fette zu machen? Ich kriege sonst Schläge! Ja! Ordentlich! Ordentlich das Bein durchstrecken! Du schlägst mich nur zum Bar! Nein, das Bein schon durchstrecken. Hast du zwei Schwangeren gemacht, die irgendwie so spricht? Genau! Ach, wir finden das drin, das ist alles verbissen! Mach du's mal besser! Ich will's ja nicht besser machen. Dann beschwer dich nicht! Mach das ordentlich! Ey, Mann! Mach das ein gerade! So, voll mal zugucken, als du so ein Läufiges Hühnchen. Lass die Arme entlang des. Du bist gerade überhaupt davor, die mit Kreide in meinen Umriss aufzuzeichnen. Bewegt die sich nochmal? Ah! Wolltest du mir. Nein, du wirfst mich nicht mit irgendwas! Oh Gott, nicht weiter! Das ist die Erkenntnis. Das ist der Liegel. Ja, Mama. Ich finde, das ist jetzt gerade
Hey, die Geschosse sind nicht so mit. Was zur Hölle? Das kann ich, das kann ich, das kann ich. Ich glaube, ich einfach noch unten rumliegen, dass du nichts machen musst. Das würde ich auch. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Lass mir meinen Moment des Triumphes. Ich mach diese Übung gerade perfekt. Ach, wie hieß der Punkt? Ich mach mal Anime. Editor, ja, das ist auch free. Nur weil er dauernd von mir ein Porno sehen will, wie ich mir ein Mikrofon einführe. Ja, nein, da soll man vormachen und mal zeigen, wie es richtig geht, ja. Du meinst das Toaster einführen, das Mikrofon ja, ja. Einfrieren oder einführen? Das Toaster einführen, ich würde das vorher von dem mal sehen, wie es richtig funktioniert, ja. Mir erscheint ja auch nicht Erfahrung damit zu haben. Und ein armseliges Leben dazu. Schon schlimm, ja. Eigentlich müssen wir Mitleid mit sowas haben. Oh, fertig! Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. So, das war das Video. Und, okay, die Leistung war jetzt nicht so optimal, könnte man sagen. Es wäre ein tolles Kompliment. Ich wollte nochmal vielen Dank der Person, also ich wollte dieser Person danken, die ihre hilfreiche Kritik mit Copy und Paste unter fast jedes Video von mir posten wollte. Das ist wirklich sehr freundlich, aber ich habe im Moment noch einen Rahmen an Zuschauern, dass ich mir wirklich leisten kann, jeden Kommentar zu lesen. Das heißt, dein Kommentar ist schon beim ersten Video angekommen, aber ich danke dir trotzdem dafür, dass du wirklich meine Videos guckst, suchst, um mir deine Kritik zu äußern und mir zu helfen. Und danke für deine Unterstützung. Mach weiter so und ja. Wir sehen uns morgen in einem neuen Fitnessvideo und tschüss. Macht's gut, meine lieben Backsteine.